Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. So, momentan habe ich mich wieder vorbereitet für eine neue Obstbaum-Vermehrungsaktion von meiner Superfeige. Hier ist noch eine andere Sorte. Also das sind meine Steinbolt-Trails. Hier sind 150 Steinbolt-Blöcke. Und ja, die Stecklinge habe ich schon mal vorbereitet. Die kommen jetzt erstmal gleich ein paar Stunden ins Wasser hinein, so dass sie sich vollsaugen. Danach werden die Blöcke eingeweicht. Hier sind die schon eingeweicht mit Wasser. Und dann kommen die halt in meine berühmten Boxen rein. Und nach 4-5 Wochen schlagen die Wurzeln. Und nach einem Jahr etwa sehen meine Stecklinge so aus, liebe Freunde. Den rauszuziehen. Hier das Wurzelballen, damit ihr mal seht, wie gesund meine Pflanzen sind und wie prächtig die hier bei mir zu Hause im Garten gedeihen. Zeige ich euch noch mal einen Steckling, der 203 Jahre alt ist. So, liebe Freunde, heute mache ich wieder Feigenbaumstecklinge. Hier zeige ich euch noch was. Hier hinten sind meine Kiwi-Stecklinge, die angegangen sind. Jetzt ist die Box entleert worden und deshalb werde ich jetzt neue Feigenbaumstecklinge machen, damit ihr auch seht, dass es tatsächlich damit klappt, viel besser klappt, übersichtlicher. Wenn die irgendwann gewurzelt sind, dann kommen die in die Töpfe hinein, liebe Freunde, und nach einem Jahr, anderthalb Jahren sehen die so aus und ja, nach 2-3 Jahren sehen die so aus. Ich danke euch erstmal. Würde mich freuen auf ein Interesse oder auf ein Folgen oder auf einen Daumen hoch, weil so etwas bringt mich einfach weiter und auch diese Interesse, damit die Menschen halt dieses System oder diese Technik oder damit arbeiten. Liebe Freunde, kann ich nur empfehlen. Bis auf das nächste Video. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag wünsche ich euch allen. Bleibt gesund. Tschüss.